Willkommen zu einem neuen kurzen Video von Heimnetzwerk und WLANhilfe.com. Heute möchte ich dir gern zwei Anlaufstellen unter Windows 10 zeigen, die du kennen solltest, wenn du Probleme mit deiner WLAN-Verbindung hast, beziehungsweise Lösungen für WLAN-Probleme finden möchtest. Die erste Anlaufstelle für WLAN-Probleme, für die du keine Lösung findest, sollte der Problembehandlungsassistent für die Netzwerkeinstellungen sein. Dieser hilft schon oft, Probleme an deinem Computer zu erkennen und bietet dir dann Lösungsmöglichkeiten für diese an. Um den Problembehandlungsassistent für Netzwerkprobleme aufzurufen, klickst du einmal hier auf das Windows-Symbol, dann auf das Rädchen für die Einstellungen. Hier begibst du dich jetzt in den Bereich Update und Sicherheit. Und im Menübereich auf der linken Seite wählst du dann den Menüpunkt Problembehandlung aus. Jetzt findest du hier im rechten Bereich den Link Zusätzliche Problembehandlungen. Diesen klickst du einmal an. Und auf dieser Konfigurationsseite scrollst du jetzt ein klein wenig nach unten, bis du zu dem Punkt Netzwerkadapter gelangst. Wenn du diesen anklickst, dann wird dir hier der Button Problembehandlung ausführen angezeigt. Diesen Button klickst du an und dann wird der Problembehandlungsassistent für die Netzwerkadapter gestartet. Es werden hier Lösungen für Probleme mit deiner WLAN-Netzwerkkarte oder deiner normalen Netzwerkkarte gesucht. Und sollten welche gefunden werden, dann werden dir hier Lösungsmöglichkeiten vorgeschlagen. Möglicherweise sogar eine automatische Behandlung des Problems. Sollte der Problembehandlungsassistent nicht zu einer Lösung führen, dann ist eine weitere Analyse deiner Netzwerkeinstellungen notwendig, um hier möglicherweise Ursachen für die Probleme herauszufinden. Und dafür kannst du dir einen sogenannten Netzwerk- bzw. WLAN-Report erstellen lassen, über den dann diverse Netzwerkeinstellungen auf deinem Rechner abgefragt und diese dann in einem Report aufgelistet werden. Um dir solch einen Report erstellen zu lassen, benötigst du Administratorrechte und wenn du diese hast, dann öffnest du die Kommandozeile mit Administratorrechten, um das entsprechende Tool dafür aufrufen zu können. Klicke einmal hier in das Suchfeld, gebe hier cmd ein und dann wählst du hier den Befehl als Administrator ausführen aus. Hier oben im Titelbereich siehst du jetzt, dass du diese Eingabeaufforderung als Administrator geöffnet hast. Und nun gibst du folgenden Befehl ein. netsh wlan show wlan report. Betätigst diesen Befehl mit der Enter-Taste. Dann wird hier ein Report generiert. Und dieser wird in diesem Verzeichnis hier unten abgelegt, das dir hier angezeigt wird. In diesem WLAN-Report erhältst du also eine Übersicht über diverse Netzwerkeinstellungen, da hier Systembefehle, WLAN-Profile, Benutzerinformationen und Netzwerkeinstellungen abgefragt und analysiert werden. Wenn du dann hier diesen Report öffnest, wird dir das alles übersichtlich angezeigt. Wir haben schon einmal über diese Reporterstellung ein Video erstellt. Den Link dafür findest du oben im Infobereich des Videos. So kannst du dir das Video auch anschauen, Wenn du gern weitere Informationen darüber haben möchtest. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende mit unserem Video. Jetzt kennst du zwei wichtige Anlaufstellen, die du erst einmal nutzen solltest, wenn es Probleme mit deiner WLAN-Netzwerkverbindung gibt. Sehr oft kann dir der Problembehandlungsassistent schon eine Lösung anbieten, indem fehlerhafte Netzwerkkonfigurationen korrigiert werden. Und sollte dies nicht der Fall sein, dann kannst du über den WLAN-Report eine genauere Analyse deiner Netzwerkverbindung anschauen und dort dann möglicherweise den Fehler finden, der dein Problem verursacht. Wenn dir unser kleiner Tipp bei der Problemlösung geholfen hat, dann würden wir uns natürlich sehr über ein Like und einen Kommentar von dir freuen. Bitte vergiss auch nicht, die Glocke und den Abo-Button zu klicken. Damit wirst du dann immer über jedes neue Video von uns informiert. Also tschüss, bis zum nächsten Video. Thomas von Heimnetzwerk und WLANhilfe.com. So, das war es für heute. Bitte vergiss nicht zu liken, einen Kommentar zu hinterlassen und natürlich ganz wichtig, den Abonnieren-Button klicken, sonst könntest du ja eins von unseren neuen Videos verpassen. Dann tschüss, bis zum nächsten Video.